Cringe, 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 cringe. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ins Mittelalter entführen. Das meistgespielte Instrumentarium vor 1000 Jahren war Flöte und Trommel. Zwei Musiker mindestens musste jeder, der eine Festivität ausrichten wollte, engagieren, also bezahlen. Also hatte ein Trommler und ein Flötenspieler Arbeit. Aber dann erschien auf der Bildfläche ein Instrument, das die Einnahmensituation vieler Musiker veränderte. Ich konnte mich vor kurzem mit einem Zeitzeugen über diese Problematik unterhalten. Ich grüße Sie, Herr Spielmann. Welchen Einfluss hatte die Erfindung der Einhandflöte auf Ihr Leben? Also ich sage Ihnen, diese Flöte hat uns nur Ärger gebracht. Ich hatte ja mit meiner Frau ein Duo und wir haben wirklich nicht schlecht verdient. Meine Frau hat getrommelt und ich habe geflötet und jetzt soll ich alles gleichzeitig machen. Nicht, dass ich das nicht könnte, aber die Veranstalter wollen nur noch die Hälfte bezahlen. Aber hört doch mal, ich finde, meine Musik ist doppelt so viel wert. Aus Termingründen haben wir das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Viele haben ja noch irgendwo eine Blockflöte rumliegen und natürlich auch eine Teufelsgeige. Nehmt ein Panzertape und schneidet euch kleine Quadrate mit einer Seitenlänge von ungefähr 1,5 cm zurecht. Klebt eines davon auf das Daumenloch, eines auf das unterste Loch und drei auf die obersten Grifflöcher eurer Blockflöte. Jetzt habt ihr eine einfache Einhandflöte und könnt mit der freien Hand dazu trommeln. Mehr zu diesem Thema gibt es ein anderes Mal. Bis bald, euer Doc. Cringe, 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 cringe.